Bier. Das. Grüß euch, ja, schreckt es mir nicht so. Hab ich gar nicht gesehen da. Ich war gerade noch ein am, am Schlagzeug üben, gell? Ja, hallo, schöne Grüße aus Manchester in England und so. Bin nur kurz ein wenig da, ein paar Tage. Ja. Ich würde sagen, ich sage mal Ati, dass du da seid, gell? Hey, Ati! 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 Ah, der hört mich wieder nicht, schlaft sicher. Servus, Breitzi. Hast du gewusst, dass der Valentinstag ein Gedenktag ist für den Märtyrer Valentinus? Der ist in 469 von Papst Gelasius dem I. eingeführt worden. Warte, hast du gewusst, dass 69, also 1969, das Summer of Love und so, dass damals dieser Gedenktag wieder angeschafft worden ist? Das heißt, offiziell ist der Valentinstag gar kein christlicher Gedenktag mehr. Ich denke mal, damals ist dieser Spirit für die Hippies, Free Love und so, ein bisschen übergeschwappt auf die Kirchen. Also, denen wir jetzt auch haben in Wirklichkeit. Somit ist jeder Tag in Wirklichkeit Valentinstag. Sollte zumindest sein. Deshalb ist der Valentinstag unchristlich. Wir machen eine Gegenveranstaltung. Gute Idee, wir sollten voll die Gegenveranstaltung machen. Was hältst du davon? Für die Jammerei, wir spielen für die ganze fucking Nacht Musik und Free Love for Everyone. So wie es eigentlich gemeint war. Nämlich am Tag vor dem fucking Valentinstag und dann fahren wir rein und sagen den ganzen unchristlichen Leid, wie es geht. Was hältst du davon, Ati? Hey, ich hab einen Proberaum. Jetzt kommt einfach alle am 13. Februar zu mir und dann feiern wir. Passt halt, ich schau vorbei. Dann sagen wir, stellen das sauber über. Wegen der Schlagzeug, wegen der Bass, wegen der Gitarre. Damit jeder was zum Spielen hat. Und ich bin auch wieder in Österreich. Ich hoffe, das ist ein Grund, dass mir Leute kommen. Ein Programm wird natürlich eh kurz sein. Nennt sich trotzdem Ham und Feistling mit, weil draußen ist es wahrscheinlich kalt. Zum Essen und zum Trinken wird es was geben. Und ich freue mich auf euch erscheinen. 1, 2, 3, 4. Ati, kannst du das fucking Skript nicht lesen? Ich hab keinen Text mehr. Juhu! Fix nochmal! Ah! Ich weiß gar nicht, was ich sag. Ich hab's im Proberaum! Alter, jetzt hat's mich gerissen. Juhu!